Willkommen zurück, willkommen zu diesem neuen Video. Wir schmeißen uns heute an unser Projekt Audi Quattro oder Audi Sport Quattro ran. Wunderschönes Rot. Wir widmen uns heute der Wäsche und schauen uns mal die Defekte an, was das Fahrzeug hat, dass ihr wisst, was euch erwartet in den nächsten Videos. Viel Spaß, mehr nach dem Intro. Los geht's! Wir widmen uns heute der Außenwäsche bei dem Fahrzeug. Verschmutzungen sind tatsächlich moderat, aber ich finde, bei dem Fahrzeug ist es schon irgendwo wert, das Ganze zu zeigen. Sprich, wir werden so ein bisschen Voice-Over machen. Ich werde ein bisschen erklären, welche Produkte wir hier genommen haben. Unser Waschvorgang kennt ihr. Aber wie gesagt, es ist ein ganz seltenes Fahrzeug, es ist ein besonderes Fahrzeug. Es hat nur 500 Kilometer auf der Uhr. Und denke, hier lohnt sich das einfach mal, auch die Wäsche zu zeigen, weil es wirklich ein cooles Projekt ist. Ein wunderschönes Projekt. Das Projekt wahrscheinlich 2022. Wie gesagt, Verschmutzung moderat. Nicht so übertrieben dreckig, aber Atze wird das Ganze schon regeln. Wir waschen jetzt einmal durch. Wie gesagt, wir werden das Ganze im Voice-Over begleiten. Wir machen das wirklich so ein bisschen cineastisch, das Ganze. Schöne Aufnahmen, einfach das Auto ins richtige Licht drücken. Und im Anschluss, wenn das Auto drinnen getrocknet auf der Bühne steht, werden wir uns nochmal die Defekte angucken, dass ihr wisst, was euch so erwartet in den nächsten Videos. Bleibt also jetzt dran. Wir labern nicht mehr lang rum. Es geht an die Wäsche. Vollgas, los geht's. Ja, da sind wir wieder. Ich würde sagen, wir waschen hier in aller Ruhe einmal dieses wunderschöne Fahrzeug. Das heißt für euch hier in diesem Video viele cinematische Aufnahmen. Schöner Carwash-Porn. Holt euch ein Bier, genießt die Show. Ich werde das Ganze ein bisschen begleiten, ein paar Arbeitsschritte erklären und sagen, wieso, weshalb und warum wir hier das ein oder andere Produkt vielleicht genommen haben. Ich wünsche euch damit also schon einmal viel Spaß. Wir fangen an mit der Felgenreinigung. Nanolex Professional Wheel Cleaner Concentrate ist sehr gut geeignet, wenn man vor allem von den Reifenflanken das sogenannte Browning entfernen möchte. Ist ein alkalisches Konzentrat. Wir haben das hier in einer 1:5er Verdünnung genommen. Ist sehr gut geeignet, um einfach mal die Felgen grob vorzureinigen. Man entfernt, wie gesagt, Browning, Fette und Öle. Sehr, sehr gut. Ist auch wirklich gut geeignet, um einfach mal, wie gesagt, die Felgen vorzureinigen. Ist meiner Meinung nach eine schöne, kostengünstige Alternative, weil, wie gesagt, Konzentrat und wenn ich den jetzt 1:5 oder 1:10 verdünne, komme ich so auf ungefähr 1,50 Euro bis 2 Euro pro Anwendung. Also von daher wesentlich günstiger und man sieht auch schon sehr gut, wie das Browning, die Braunfärbung vom Reifenflacken angelöst wird. Hat jetzt sogar hier gereicht, um die Felgen komplett zu reinigen, also nicht nur die Reifenflanken, sondern die weißen Felgen waren danach wirklich sauber. Man hat einfach gemerkt, das Fahrzeug ist nur 500 Kilometer gelaufen, hat die meiste Zeit gestanden. Guckt einfach mal, wie braun das Ganze hier ist. Also ich denke, man sieht, was ich meine. Die Reifenflanken waren einfach extrem sauber danach. Wichtig auch hier, mechanisch nochmal mit der Bürste hinterher und einarbeiten. Dann natürlich mit einer Mikrofaser-Felgenbürste das Ganze auch nochmal schön in den Speichen, also überall sauber machen. Und ich denke, man sieht einfach sehr gut wirklich, was dieser Felgenreiniger, obwohl er Konzentrat ist, obwohl er alkalisch ist, obwohl er keinen Wirkindikator hat, trotz dessen für Schmutz anlösen kann. Ihr seht es, der Schaum ist relativ braun. Wie gesagt, hat sogar gereicht, in diesem Fall die Felgen komplett zu reinigen. Das Ganze danach einfach nochmal abspülen. Mit Wasser neutralisieren, das ist ganz wichtig. A, natürlich, dass wir den Dreck runterkriegen, dass wir das Browning runterkriegen, dass wir die Felge auch schon mal sauber machen und dass wir einfach ein Bild natürlich davon bekommen, wie ist der Zustand. Wir sind danach mit dem Sonax Red Max nochmal hinterher. Hat jetzt allerdings, muss ich hier sagen, war jetzt nicht unbedingt notwendig. Wie gesagt, die Felgen waren tatsächlich schon sehr, sehr, sehr sauber und wir hatten hier quasi keine vorhandenen Verfärbungen, also die Felge war wirklich schon quasi sauber, hätte man sich sparen können, aber sicher ist sicher, soll ja sauber werden. Während der Felgenreiniger wirkt, schäumen wir den Lack bzw. sprühen auf den Lack den Sonax Multistar. Wir haben jetzt hier so eine Gloria Pumpsprühe, 5 Liter Fassungsvermögen und benetzen den ganzen Lack. Dass einfach hier der Felgenreiniger und auch natürlich der Vorreiniger auf dem Lack eine gewisse Wirkzeit hat. Wir lassen das Ganze so 3 bis 5 Minuten wirken. Benetzen alles, sprühen wirklich alles ein. Vorne den Kühlergrill, die Kunststoffelemente, den Lack, die Frontschürze, die Haube. Also wirklich
einmal alles einsprühen, dass sie natürlich auch wirklich überall reinigen, dass die auch überall wirken kann. Relativ wichtig, denn wie gesagt, wir wollen natürlich ein sauberes Auto. Wie gesagt, Chemie braucht natürlich immer eine Wirkzeit. 4-5 Minuten ist natürlich ideal. Wir wollen natürlich auch, dass hier der alkalische Vorreiniger, ebenso natürlich auch der Felgenreiniger, maximale Wirkung erzielen können. Wie gesagt, Felgen waren jetzt natürlich schon sauber. Das war jetzt hier vernachlässigbar. Aber natürlich hier auch der Vorreiniger braucht einfach seine Wirkzeit. Hätten wir das direkt abgespült oder direkt abgenommen, sage ich mal, ja, hätten wir natürlich nur den halben Effekt erzielt. Wir lassen das Ganze, wie gesagt, flüssig wirken. Hat einfach den großen Vorteil, flüssige Reiniger haben eine andere Benetzung der Oberfläche. Wir gehen allerdings trotzdem nochmal mit dem Sonax Multistar hinterher, in der Schaumkanone einfach nochmal. 1:10er Mischungsverhältnis. Das sorgt einfach dafür, dass der Reiniger, der die Oberfläche flüssig quasi benetzt hat, nochmal mit dem Schaum so ein bisschen gepusht wird. Gerade wenn ich natürlich jetzt wie hier unter freiem Himmel reinige, trocknet mir der Reiniger nicht so schnell an und kann dementsprechend länger wirken. Denn was wir nicht wollen, ist natürlich, dass der Reiniger auch in der Sonne eintrocknet. Chemie braucht A, eine Wirkzeit und natürlich darf sie wie hier auf dem Lack nicht in der prallen Sonne einbacken. Würde extrem hässliche Flecken wahrscheinlich geben und dann reden wir auch nicht mehr wahrscheinlich bei Materialverträglichkeit einfach. Und wie gesagt, das eignet sich auch sehr schön in der Schaumkanone der Multistar. Ihr seht ja selber, wir haben einen sehr schönen Schaum, der wirklich eine super schöne Benetzung hat. Er kann lange wirken und kommt natürlich auch an die Stellen hin, an die man vielleicht nicht immer denkt, wenn man mit der Schaumkanone eben drauf sprüht. Gut, ich würde sagen, der Reiniger hat jetzt hier oder konnte hier in diesem Fall lange genug wirken. Wir nehmen jetzt den Reiniger einfach mal ab. Sprich, wir werden den Reiniger nach 5 Minuten Wirkzeit einfach jetzt herunterspülen. Einfach den ganzen losen Dreck, der drauf liegt, natürlich mit abtragen. Und eben den Dreck, den wir jetzt halt auch generell angelöst haben, werden wir jetzt hier abnehmen. Ja, und dann, das ist jetzt auch ein entscheidender Vorteil, wir werden jetzt als Autoshampoo das Sauerwasch verwenden. Es würde jetzt hier wenig Sinn machen, ein saures Produkt auf einen alkalischen Reiniger zu sprühen. Die Produkte würden sich quasi gegenseitig neutralisieren und ich würde an Reinigungsleistung massiv verlieren. Das heißt, wir neutralisieren die Oberfläche jetzt erstens. B, nehmen wir natürlich auch die grobe oder angelöste Verschmutzung natürlich auch schon mal mit runter, dass wir nachher einfach ein besseres Waschen haben. Wie gesagt, wir nehmen jetzt hier das Sauerwasch. Denn, das werde ich auch im späteren Teil des Videos nochmal erwähnen, der Lack hatte relativ starke Wasserflecken und ich wollte die einfach schon mal so ein bisschen anlösen. Ich habe gar nicht erst angenommen, dass wir die zu 100% entfernt bekommen, aber ich wollte die schon mal so ein bisschen anlösen, dass das halt so, ich sag mal, ein bisschen gemildert ist. Einfach diese mineralische Verschmutzung vom Auto entfernen. Das hat jetzt hier auch sehr gut funktioniert und vor allem ich neutralisiere mir eben das Waschwasser. Wir gehen jetzt hier einfach mit dem Sauerwasch in der Schaumkanone auch 1:10er Mischungsverhältnis einmal vorneweg. Hat den großen Vorteil, dass mir das, wenn ich das jetzt in der prallen Sonne machen würde, mir das Produkt sozusagen oder das Autoshampoo oder generell das Wasser nicht so krass eintrocknet, ich nicht so krasse Fleckenbildungen auf dem Lack habe, sondern durch den Schaum kann das Ganze auf dem Auto lange stehen und ich kann quasi in Ruhe einmal um das komplette Auto herum und das komplette Auto damit einmal abwaschen, ohne dass ich nachher irgendwelche eingetrockneten Reste habe oder nervige Flecken oder ähnliches. Und vor allem das Produkt kann natürlich dementsprechend auch lange wirken, bis das mal auf dem Kotflügel oder so angelöst ist bzw. abgeflossen ist. Sprich, ich habe eine lange Wirkzeit und verhindere, gerade wenn ich jetzt hier in praller Sonne wasche, was jetzt nicht der Fall ist, aber generell, eine Fleckenbildung und ja, wie gesagt, die Säure kann sehr gut wirken.
Dann spülen wir das natürlich wieder ab, lösen den Schmutz, neutralisieren auch hier wieder die Oberfläche und bereiten das Fahrzeug für das Polieren am Lack vor. Also abduschen, Lack abtrocknen und im Anschluss machen wir natürlich nochmal eine Defektkontrolle. Wir schauen einfach mal, wie sind die Beschädigungen am Fahrzeug. Grauschleier, Hologramme, Schleifspuren, Verätzungen, ihr seht es selber, also das sind keine Wasserflecken, das sind Verätzungen, die wir hier sehen im Video, Hologramme und, alles vorhanden, aber das gucken wir uns jetzt gleich nochmal an. Da sind wir wieder, wir haben das Auto gewaschen, ich hoffe, das hat euch soweit gefallen, wir haben das versucht schon wirklich sehr erotisch zu drehen, ich denke, das ist uns auch gelungen. Fahrzeug steht jetzt hier. Wir werden uns jetzt erstmal die Bestandsaufnahme angucken, sprich was für Verkratzungen, was für Defekte, was für einen Zustand haben wir von dem Fahrzeug, dass ihr wisst, worauf ihr euch freuen dürft. Insgesamt muss man aber sagen, Zustand ist relativ gut. Wir haben eingebrannte Wasserflecken, wir haben ein paar Hologramme und wir haben die typischen Verkratzungen. Wie gesagt, insgesamt muss man sagen, das Fahrzeug hat nur eine Laufleistung von 500 Kilometern. Das ist jetzt nicht viel, also das merkt man auch. Das Fahrzeug war die meiste Zeit nur gestanden. Und ich bin mir sicher, aufgrund von den Hologrammen, dass der auch schon mal versucht wurde zu polieren. Ich würde sagen, ich habe die Lampe in der Hand. Ihr kommt mal so ein bisschen ran und wir filmen das Ganze einfach mal. Was wir hier haben, auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall einen Grauschleier drauf. Ich hoffe, man kann das jetzt auch im Video gut erkennen. Extrem eingebrannte Wasserflecken, die sind aber auch schon so stark eingebrannt, die haben wir mit dem Sauerwasch leider nicht entfernt bekommen. Da müsste man jetzt tatsächlich eine stärkere Säure nehmen. Wir haben jetzt hier aber auch typischen Verkratzungen, wie gesagt, ein Grauschleier, hier haben wir etwas tieferen Kratzer. Ansonsten die Haube auch klassisch ergraut, sage ich mal. Merkt man auch, wir haben hier zum Beispiel so eine etwas verätztere Stelle. Und hier haben wir auf jeden Fall auch Hologramme. Ich würde sagen, hier ist auf jeden Fall mal irgendwann versucht worden, was rauszuschleifen. Auch eingebrannte Flecken. Man merkt, der Lack sieht tatsächlich jetzt eher grau aus, eher stumpf von der Farbe her. Aber das sind ja so Sachen, die lieben wir besonders. Genau. Zustand würde ich insgesamt aber als gut bezeichnen. Jetzt nichts Dramatisches, wie gesagt, typische Verkratzungen. Ich denke, es wird ein paar schöne 50-50 Aufnahmen geben. So, ich gehe mal kurz hier noch einmal rum, aber ja. So, ich sag mal, der typische Zustand zieht sich jetzt um das ganze Fahrzeug. Was wir auf jeden Fall noch machen werden, werden die Gummis hier auf jeden Fall auch neu pflegen, nochmal reinigen und so einpflegen, dass das dann auch zu so einem Neuwagen-Look dann eben führt. Wir werden uns die ganzen Kunststoffteile hier anwenden, genauso wie hier. Felgen und Reifen. Und auch den Heckspoiler. Auch natürlich innen. Wir werden eine Lederreinigung machen. Das wird, also in dem Fall willst du Arzt machen, muss man ja irgendwo dazu sagen. Stimmt's, Bro? Jawohl. Genau. Also es wird auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Wir haben uns jetzt erstmal nur der Wäsche angenommen. Ihr dürft euch aber freuen auf das, was jetzt hier noch kommt. Ich denke, das wird ein megamäßiges Projekt. Ich bin wirklich, ich habe richtig Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ich würde sagen, in dem Sinne sehen wir uns zum nächsten Video wieder, wenn wir uns dem Lack jetzt zuwenden. Also wie gesagt, polieren, beschichten und vieles mehr. Das heißt für euch, abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet. Und lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen oder so habt, alles ruhig unten in die Kommentare damit. Würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns, wie gesagt, zum nächsten Video wieder. Euch allen noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.